So, will euch vielleicht halt mal kurz zeigen, wie man drei Bilder, Photoshop-Elemente übereinander blenden kann. Dazu habe ich vorgestern drei Aufnahmen gemacht. Einmal eine Belichtung für den Himmel, hier ist nichts ausgebrannt, aber so hell wie möglich. Dann haben wir einmal etwas für den Vordergrund auch so hell wie möglich belichtet. Wir sehen, hier ist nichts ausgebrannt. Und hier, die Aufnahme ist im Himmel nichts ausgebrannt, aber auch nichts zu dunkel. Dann habe ich hier noch eine zweite Aufnahme für den Vordergrund. Ist auch nichts ausgebrannt. Leider habe ich da die Blende auf 11 und hier auf 10. Das werde ich gleich noch korrigieren. Und das erste, was ich jetzt machen werde, sind die Bilder erstmal grundentwickeln. Das heißt, ich passe die erstmal in die Belichtung an, dass sie alle drei gleich sind. Das Bild wird, wir haben hier einmal 4 Sekunden, die anderen sind 30 Sekunden. Das sind ungefähr drei Stufen nach oben. Und wir machen mal Folgendes. Ich werde den Vordergrund eine Stufe nach unten machen. Das gebe ich hier minus 1 ein. Und bei dem mache ich hier plus 2. Und dann sehen wir schon, dass die beiden Bilder eigentlich gleich belichtet sind. So, und wenn wir jetzt hier noch die Lichter runterziehen, haben wir hier keinen ausgebrannten Himmel mehr. Und die Tiefen nach oben. Das haben wir hier auch. Lichter nach unten. Tiefen nach oben. Nur, dass halt hier der Himmel ausgebrannt ist, ne? Man sieht es ja halt. Das Problem mit der Aufnahme ist halt, dass die nicht mit Blende 10, sondern mit 11 gemacht wurde. Ich setze hier jetzt erstmal auch zwei Stufen nach oben. Entschuldigung. Zwei Stufen. Ne, eine Stufe nach unten. So ist richtig, genau. Und wir sehen aber, dass es zwischen den beiden Aufnahmen Unterschiede gibt. Das liegt aber nicht nur daran, dass die Helligkeit nicht stimmt, sondern auch die Farbtemperatur. Hier haben wir. Ich habe halt mit Aufnahme aufgenommen, automatische Belichtung, Farbtemperaturmessung. Und die werden wir jetzt hier einfach mal auf 5100 und ich mache jetzt hier noch plus 3, ein bisschen Magenta mit rein. Und dann können wir daher alles, das was ich jetzt hier dran ändere, auf die anderen beiden Bilder übernehmen. Das heißt, ich bearbeite eigentlich nur das eine Bild und werde das dann auf die anderen Sachen übernehmen. Klarheiten dabei lassen wir außen vor. Wir gucken uns im Prinzip jetzt nur noch hier an, im Himmel, dass wir hier möglichst viel helle Sachen haben, also ein paar Spitzlichter. Und gucken mal, ob da die 34 für den Vordergrund auch passt. Ja, wie gesagt, hier unten, da sieht das ganz gut aus. Jetzt machen wir das für Schwarz genauso. Hier fängt es dann langsam an. Minus 17, gucken wir mal. Gibt es im Himmel noch nichts? Lassen wir mal. Minus 17. Gut. Die ganzen anderen Kram können wir jetzt mal lassen. Das könnte man so oder so rum machen. Die Schärfe nehme ich raus. Ich will das nachher in der Nik Collection noch bearbeiten und mit Photoshop Elements schärfen. Und wir machen aber hier die Profilkorrektur rein. Übrigens sieht man hier oben schön, was passiert, wenn man vorne einen Filterhalter noch einen Schraubfilter packt. Dann steht hier diese Pigmentierung. Das ist einfach Pech, ne? Da kriegt man nicht die volle Brennweite. Na, vielleicht kommt da mal was Ordentliches. So, den Rest lassen wir. Was ich jetzt immer noch ganz gerne mache, ist ein bisschen die Farben schon kräftiger machen, da die Adobe Standard Variante immer relativ schwach ist. Ich gehe jetzt einfach mal 10 nach oben. Müsste ein bisschen experimentieren. Ich bin damit mal gefahren, wenn ich die Farben erhöhe, die nicht so stark vertreten sind und dafür die anderen ein bisschen runternehme. In dem Fall nehme ich das hier vielleicht mal auf minus 5 oder so. Dann haben wir schon ein bisschen mehr Farbe drin. So, und das brauchen wir erstmal auch alles nicht. Das machen wir später. So, und mit dem bisschen gehe ich jetzt im Prinzip in die Übernahme und synchronisiere das auf die anderen Bilder, ne? Das heißt, hier unten kann ich das auf Synchronisieren drücken, wenn ich den vorher anwähle.
Er nimmt ja die Einstellung für die anderen Sachen aus. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht machen möchte, ist die Belichtung ändern. Die habe ich ja vorher schon manuell korrigiert. Synchronisiere ich das. Jetzt sehen wir halt hier immer noch einen kleinen Helligkeitsunterschied. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Mathe. Blende 11 gegenüber Blende 10. Was ist das? Das ist, ich habe es ja schon mal ausgerechnet gehabt, ein Unterschied von fast einer Drittelstufe. Also eigentlich müsste man sagen, es ist genau eine Drittelstufe, ne? Weil die Kamera arbeitet halt immer in Drittelstufen. Wir können es aber auch mal einfach Spaß mal ausrechnen. Das ist sozusagen dann 11 Logarithmus durch 2 Wurzel Logarithmus minus 10 Logarithmus durch 2 Wurzel Logarithmus. Dann kommen wir genau auf 2,7. Ich mache das jetzt einfach mit einer Drittelstufe. Wie gesagt, die Kamera arbeitet normalerweise in Drittelstufen. Ihr könnt natürlich auch bei euch andere Werte einstellen. Und da müsste ich die ja jetzt erhöhen, also 0,7. Anstatt dem anderen. So, und jetzt sieht das alles sehr gleich aus. Jetzt wird es eigentlich schon zu dem spannenden Teil. Ich habe es jetzt so gemacht. Ich nehme die drei Bilder und gehe damit in die Bearbeitung in Photoshop Elements. Jetzt macht er mir drei virtuelle Kopien. Genau. So. Ich möchte eigentlich den Himmel als Hintergrund haben. Den hier. Und deswegen nehme ich den mal ganz nach hinten. Und die anderen beiden Bilder, da mache ich jetzt einfach alles markieren und drücke hier Steuerung C für die Kopie von dem Ganzen, gehe wieder in das zweite Bild rein und füge das hier einfach ein. Und dann fragt er mich schon, hups, ich habe mit 16 Bit exportiert. Photoshop Elements kann aber nur mit 8 Bit arbeiten. Deswegen wird jetzt die Tiefe konvertiert. Muss ich mit leben. Vielleicht gibt es mal eine Photoshop-Version. Jetzt haben wir das eine Bild gemacht. Jetzt machen wir das mit dem anderen noch genauso. Auch alles markiert, kopiert und hier eingefügt. Jetzt können wir mal gucken. Das ist das Bild. Das ist das Bild. Und dann sehen wir halt noch das darunter, ne? So, das sind jetzt die drei Bilder. Das heißt, ich kann das jetzt hier eigentlich zumachen, das brauche ich nicht mehr. Und das brauche ich auch nicht mehr. So, jetzt habe ich hier drei Ebenen. Das gibt es bei Photoshop als Export aus Lightroom natürlich sofort. Aber wir machen es jetzt mal so rum. Jetzt ist es eigentlich relativ einfach. Hier oben gibt es Ebenenmasken. Und die füge ich jetzt hier ein. Und dann taucht ihr neben so ein, wie so eine Art weißes Blatt auf. Und dieses weiße Blatt beschreibt im Prinzip, was man auf dem Bild sehen kann und was nicht. Alles, was weiß ist, kann man sehen. Alles, was nicht weiß ist, in dem Fall schwarz, kann man dann sehen. Ich mache das hier beispielhaft. Ich mache das jetzt mal einfach schwarz. Also wenn ich das markiere hier einkommen male, dann habe ich das hier einfach alles schwarz und dann kann ich das jetzt sehen. Und das andere nicht. So, das heißt, ich nehme jetzt diesen Verlaufsfilter und nehme da linear, Deckkraft 100% und kann dann eigentlich relativ einfach hier von oben nach unten runterziehen. Und das war's eigentlich. Jetzt habe ich das Bild mit dem anderen Bild kombiniert. Dadurch, dass beide Sachen gleich belichtet waren, sieht das schon mal ganz gut aus. Das Einzige, was mir jetzt halt noch nicht gefällt, ist, dass ja diese Linien hier unten, die hier noch nicht so schön aussehen wie auf dem Bild. Das heißt, ich möchte die beiden eigentlich so ein bisschen überlagern. Jetzt mache ich jetzt Folgendes. Ich blende das erstmal komplett aus. Das Bild. Und nehme mir jetzt hier den Pinsel und mal einfach mit dem Pinsel, mit der weißen Farbe, an den Stellen rum, wo ich das andere Bild überlagern möchte. So. Und da können wir mal gucken. Ich habe ja schon ein bisschen rumprobiert.
Können das ja auch einfach mal so machen. Wir machen Ebenenmaske deaktivieren. Da sehen wir hier. Hier will ich die Sachen wegmachen. Ne? Da gibt es einen Unterschied. Und hier vorne gibt es einen Unterschied. Und das hier. Das ist aber schon die Ebene darunter. Das heißt, das mache ich jetzt gleich weg. Das haue ich hier noch ein bisschen nach vorne. So. Machen wir die Maske wieder an. Nehmen den weißen Pinsel. Und dann können wir jetzt hier. Ach, die müssen noch ein bisschen kleiner. Na, vielleicht nicht ganz so klein. So. Ganz einfach weiß. Hier reinmalen. Na? Zack. Können wir mal gucken, was hier noch so Schönes gibt. Können wir jetzt wegmachen. Will ich aber vielleicht gar nicht. Hat mir vielleicht ganz gut gefallen. Mache ich das wieder im Schwarzen. Wieder rein. Tja, einfach, ne? Das hier vorne, da kann ich mit Schwarz rumweilen, wie ich will, ist ja noch drin. Und man sieht hier oben mal schön in dem Bild, was man hier eigentlich gerade macht. Das guckt durch und das andere nicht. So, das heißt, das mache ich jetzt hier raus. Jetzt sieht man das auch nicht mehr. So. Den kleinen Lichtstrahl nehmen wir noch mit. Und eigentlich gefällt mir das schon ganz gut. Wir können ja mal gucken, was hier noch ist. Ne, siehst du? Hier vorne. Hier vorne ist es besser. Von der anderen Belichtung her. Die Seite, die nehmen wir hiervon wieder rein. So. Ja. Und das war's eigentlich schon. Damit bin ich jetzt fertig. Jetzt kann ich das Bild eigentlich speichern. Ich überschreibe das jetzt auch einfach. Ja, das ist mal für unsere Sache hier komplett unwichtig. Und dann kann ich das hier zumachen. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen. Die Schärfe. Man kann relativ einfach, wir machen das jetzt mal so, wir reduzieren das hier alles auf den Hintergrund. Die Ebene duplizieren. So, und dann kann man über Filter, sonstige Filter, Hochpass. Hier so eine Art Kantenanhebung an dem Sachen machen. Man sieht das hier so ein bisschen. Desto höher ich das mache, desto breiter werden diese Kanten. Man sagt so zwischen 1, 5 und 5 ist okay. Ich habe jetzt mal 2 genommen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Jetzt nehme ich hier 2 Pixel. So, und dann habe ich hier so ein graues Bild. Das Problem ist jetzt noch, dass ich diese Kanten mit dem anderen im Prinzip so zusammen verrechnen muss. Und das macht man hier über ineinander kopieren. So, und wenn ich jetzt hier mal reinzoome, dann kann man schön sehen, dass es hier deutlich schärfer geworden ist. Was mir meistens nicht ganz gut gefällt, ist die Schärfe im Himmel. Deswegen, weil da mehr Rauschen entsteht, ne? Hier. Vielleicht gibt es ja noch andere Techniken, keine Ahnung. Ich könnte jetzt hier wieder eine Maske anwenden. Und zum Beispiel hier mit Schwarz reinpinseln und genau da diese Schärfe wieder rausnehmen. Als Beispiel. Ne? So, ich mache das jetzt auch einfach mal hier ein bisschen schön zu machen, ein bisschen größeren Pinsel. Und dann nehmen wir das hier ein bisschen wieder raus. Es geht bestimmt besser. Aber es geht ja eigentlich darum, mal zu zeigen, was macht man mit diesen tollen Masken. Lalalala. Man kann natürlich auch die Auswahlfunktion hier nehmen und hier an den
Sachen lang gehen oder hier mitarbeiten und dann die entsprechenden Sachen einfach, die man hier macht, auf die Ebene draufnehmen. Geht alles, kann man alles machen. Will ich jetzt aber nicht. Es ist ja nur zu Übungszweck. So. Vielleicht will ich hier hinten die Schärfe auch ein bisschen haben. Hier hinten an den Sachen, wo wirklich mit Struktur ist, dann nehme ich die einfach mal rein. So kann man da dran rummalen. Gut. Kann ja mit der Deckkraft arbeiten oder dergleichen. Da wird halt nur ein Teil der Maske durchgelassen. Dieser Ebene. Jetzt speichere ich das nochmal. Und habe das jetzt eigentlich wieder in Lightroom. Das muss nur noch importiert werden. Genau. Und da ist es dann das Ergebnis.